Und es ist nicht nur für die Europäer von Bedeutung, Frachtgut durch das Rote Meer nach Asien zu bringen. Auch andersrum wird ein Weg. Jedes iPhone, was Sie haben, jede Technik, die Sie haben, haben Komponenten, die aus Asien zu uns kommen. Und was glauben Sie, wenn diese Schifffahrt gestört wird, was mit uns letztendlich passiert? Deswegen haben wir auch zum ersten Mal ein europäisches Mandat, um diese Schiffe zu schützen. Das ist nicht trivial, meine Damen und Herren. Und auch das haben wir uns vor 2 Jahren nicht vorstellen können. Wenn die Seewege blockiert werden, bedeutet das, dass die Schiffe ums Horn von Afrika fahren können. Ich schenke manchen hier gerne mal eine Karte, damit sie wissen, wo das liegt. Denn wir wissen ja, dass das hilfreich ist. Wenn diese Schiffe 3 Wochen länger unterwegs sind, werden die Produkte um 30% teurer. Wer, glauben Sie, wer das bezahlt? Das sind Sie, das sind wir, die Verbraucher. Und schlimmstenfalls zwingt es Unternehmen in die Knie, weil die Kosten, um Komponenten nach Europa zu holen, nicht mehr zu bezahlen ist. Und das bedeutet unmittelbar ein Arbeitsplatzverlust auch auf diesem Kontinent. Alles hängt mit allem zusammen, meine Damen und Herren. Und es ist von Bedeutung. Meine Damen und Herren, es ist von großer Bedeutung, dass wir uns das alles zu Gemüte führen. Und ich weiß, es ist momentan wahnsinnig anstrengend. Egal wo Sie sind, Sie sehen Konflikte, Sie sehen Kriege. Und das ist alles furchtbar auch für die. Ja, und ich sage es auch, weil ich die Flagge dort hinten sehe. Am 7. Oktober im letzten Jahr haben die Hamas Israel mörderisch angegriffen. Meine Damen und Herren, das war der Auslöser. Die werden die Geschichte nicht neu schreiben. Und die Hamas, damit sie sich hinter die Ohren schreiben, haben sich hinter Frauen und Kinder versteckt. Die setzen sich hinter die Kinder, damit Bilder entstehen. Objektiv schlecht ist es. Wir als in Deutschland und in Europa wird darüber diskutiert. Wir möchten, dass die Palästinenser ihren Staat bekommen. Aber ich erinnere Sie daran, 100 Geiseln sind noch in der Haft seit 7. Oktober bei Ihren Freunden der Hamas. Ich sage Ihnen, wir werden an der Seite Israel sein. Wir werden uns stark dafür machen. Wir werden uns stark dafür machen, dass diese 100 Geiseln endlich aus der Haft entlassen werden. Meine Damen und Herren, das sind die Geflogenen in den Pazifiko. Die Seewege in der Straße von Taiwan. An der schmalsten Stelle nur 140 Kilometer breit. Die Chinesen drohen damit, diese Straße zu schließen. Ein internationales Gewässer, meine Damen und Herren. Ein internationales Gewässer, wo 50% aller Waren hin und her transportiert werden. Wenn China das wahr macht, meine Damen und Herren, haben wir ein massives, auch wirtschaftliches Problem. Und deswegen müssen wir bei allem Handel, der mit China betrieben wird, auch da klare Aussagen machen, meine Damen und Herren. Die Seewege sind frei außerhalb der 12-Meilen-Zone. Und Gesetze und Regeln und Absprachen und Verträge werden gemacht, damit sich alle daran halten. Und wenn die Staaten anfangen, sich nicht mehr daran zu halten, meine Damen und Herren, dann ist das nicht ein Effekt irgendwo. Dann werden auch wir hier in Europa, auch hier in Hannover, es jeder zu spüren bekommen. Lassen Sie uns gemeinsam hinkommen. Lassen Sie uns wehrhaft sein. Lassen Sie uns wehrwillig sein. Ja, es ist eine schwere Zeit. Ich weiß, das lassen Sie mich noch eins sagen, weil das Volk. Ja, holen Sie erstmal Luft, holen Sie Luft. Unser Wohlstand, so wie wir in Europa leben, wer hat diesen Krieg provoziert? Das war die Hamas. Genau, was ist danach 7. Oktober und vor 7. Oktober was passiert? Warum? Sie fangen an mit 7. Oktober, weil Sie hören nur, was Sie wollen. Weil Sie lieben einfach in Ihr Wort, existiert, was Sie wollen. Aber auf anderer Seite ist das alles sofort in den Vereinigten Staaten geschossen. Meine Damen und Herren, Zeitenwende bedeutet eben auch, dass wir uns klar darüber werden, dass vieles in Bewegung ist. Aber ich möchte Ihnen die Angst und Sorge nehmen. Wenn wir wehrwillig sind, und das gilt auch, meine Damen und Herren, zu zeigen, dass dieses Europa ein Rückgrat hat, zu zeigen, dass wir eine Zukunft wollen bei
all dem, was auch Jan Christoph gerade gesagt hat, bei all den Herausforderungen, Deutschland ist ein wichtiges Land in Europa und es wird unsere Aufgabe sein, auch mit Frankreich zusammen, so unterschiedlich wir sind, alles zu tun, damit dieses Europa eine Chance hat. Und ich erzähle Ihnen noch etwas, weil es eine Studie gibt, wie das große China uns in Europa sieht. Die glauben, dass Europa nur ein Momentum der Geschichte ist, dass Europa irgendwann verschwunden ist, weil wir uns nicht einigen, weil wir uns nicht gemeinsam wehren können, meine Damen und Herren. So sehen es Menschen, die weit weg sind. Zeigen wir dieser Welt, dass dieses einzigartige Friedensprojekt, dieses große Wirtschaftsprojekt, dieser fulminante Binnenmarkt, meine Damen und Herren, dieses Rechtsstaatsprojekt, dass das eine große Entwicklung ist. Und ich wünsche mir, weil ich auch viele junge Gesichter sehe, vielleicht auch welche, die ganz jung sind und zum ersten Mal wählen gehen. Gehen Sie wählen. Geben Sie Ihre Stimme ab. Wählen Sie demokratisch, aber vor allen Dingen, meine Damen und Herren, haben Sie den Mut, zusammenzustehen und denen, die diese Demokratie nicht wollen, die Freiheit nutzen, um uns im Grunde genommen auseinanderzutreiben. Lassen Sie das nicht zu. Wir erleben gerade nicht nur einen Cyberkrieg. Wir erleben gerade die Angriffe, indem man Flucht auslöst. In der Ukraine, die Kornfelder Europas, da hat schon Adolf Hitler drauf geschaut. Da hat schon Josef Stalin drauf geschaut. Da hat jetzt Herr Putin drauf geschaut. 400 Millionen Menschen ernährt die Ukraine. Was glauben Sie, meine Damen und Herren? Und das ist gezielt passiert, wenn nur ein Bruchteil davon der Menschen sich auf den Weg nach Europa macht. Nicht, weil es hier so toll ist, sondern weil sie keine Alternative mehr haben, ihre Kinder zu ernähren. So ist Wladimir Putin, er löst Flucht aus, um uns hier unter Druck zu setzen. Und meine Damen und Herren, es ist Zeit, dass wir darüber reden, dass wir uns ehrlich machen und dass wir ein resilientes, ein mutiges, gemeinsames Europa wollen. Lassen Sie mich in den letzten zwei Minuten noch etwas sagen. Diese Gesellschaft, auch im Internet, ist so radikalisiert worden. Ich habe oft versucht, mit dem einen oder anderen Herrn, der überwiegend eine Pfeife im Mund hat, mal ins Gespräch zu kommen. Nicht, dass wir uns ständig überzeugen müssen, sondern ins Gespräch zu kommen, zuzuhören. Und wenn das nicht mehr möglich ist, und wenn man nicht mehr in der Lage ist, zusammen zu sprechen und nur noch Gewalt und rohe Gewalt angedroht wird, meine Damen und Herren, dann sind wir als Demokraten, Männer und Frauen, alt und jung, aufgerufen, einen geraden Rücken zu machen. Wir sind mehr, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns klar sein, wir dürfen nicht auseinandergetrieben werden. Glauben Sie nicht jeden Mist, der im Internet steht. An die jungen Menschen. Ja, Sie lieben TikTok. Ich weiß das. Ich war neulich in einer Schule. Und da habe ich Sie gefragt, 16-, 17-Jährige, wer bei TikTok ist. Da gingen alle Hände hoch. Da habe ich gesagt, Leute, das ist eine Plattform, die ist in China übrigens verboten, das nur am Rande. Kann man alles haben, kann man alles machen. Aber es ist wichtig, wenn Sie Dinge hören, fragen Sie andere, ob das sein kann. Glauben Sie bitte nicht alles. Es sind Millionen Trolle im Netz unterwegs, die uns hier auseinandertreiben wollen. Lassen Sie das nicht zu. Lassen Sie es nicht zu. Und wenn Sie am Wochenende, wenn Sie morgen mit Freunden zusammenkommen, mit Nachbarn, mit Familie, am 9. Juni ist diese Europawahl. Sie haben eine einzige Stimme und Sie haben eine Wahl. Jan-Christoph Oettgens hat es gerade gesagt, meine Damen und Herren, die Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, hat ihre 5 Jahre hinter sich. Und es ist wichtig und gut, so wie wir das auch alle machen, dass wir uns rechtfertigen müssen, wenn sie gewählt worden sind. Das Dumme ist nur, und das sehen Sie übrigens bei den Plakaten hier überall in der Stadt, dass die meisten auf den Plakaten, die können Sie gar nicht wählen. Frau von der Leyen kandidiert nicht fürs Parlament. Frau Außenministerin, der Wirtschaftsminister, Herr Habeck, kandidiert nicht für dieses Parlament, es sei denn, Christian Lindner weiß es besser.
Der Bundeskanzler kandidiert auch nicht für das Parlament. Übrigens auch nicht Friedrich Merz. Und auch nicht Frau von der Leyen. Sie tritt erst auf die Bühne. Sie tritt erst auf die Bühne, wenn das Parlament gewählt ist. Meine Damen und Herren, auch das Parlament, auch die Europäische Union hat einen hohen Bedarf, sich zu reformieren. Sie hat einen hohen Bedarf, Ihnen auch zu erklären. Und das ist nur fair, dass Sie die Gesichter kennen sollten, die Sie wählen. Das ist von ganz großer Relevanz, weil Ihnen zu sagen, Herr Habeck oder Frau Baerbock oder der Kanzler oder Herr Merz kandidieren und Sie kandidieren gar nicht, die finden Sie auch nicht auf dem Zettel. Sie finden auch den Zettel auf dem Zettel auch nicht Frau von der Leyen. Aber Sie finden unsere Namen. Und Sie finden meinen Namen nicht, weil er so wahnsinnig lang ist, obwohl er sticht schon hervor. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Sie haben die Wahl. Sie können CDU wählen, dann kommt Frau von der Leyen und es ändert sich gar nichts. Oder Sie kreuzen die FDP an. Und dann kommt das Team Strack-Zimmermann mit erfahrenen Leuten, die schon da sind. Und ich verspreche Ihnen, wir werden... mit voller Kraft einbringen. Dieses Europa bei allen Schwächen und welche Schwächen es gibt und was wir tun können, wird Christian jetzt gleich nochmal detailliert aufführen. Dieses Europa, das größte Friedensprojekt der Welt, keines gibt es in der Größe, seit der Mensch vom Baum geklettert ist. Dieses Europa, die große Wirtschaftsidee, einen solchen Binnenmarkt gibt es nicht, egal wo Sie auf der Welt sind. Ein Rechtsstaatprojekt, wo man gemeinsame Werte hat und wo auch Europa reagieren muss. Und Frau von der Leyen allein schon, weil wir eben in Ungarn und Viktor Orban jemand haben, der diese Werte eben nicht mehr akzeptiert. Lassen Sie uns diskutieren, lassen Sie uns streiten im besten Sinne, aber lassen Sie uns nie vergessen, ohne Sicherheit, ohne Frieden ist alles nichts. Und deswegen gehen Sie zur Wahl, unterstützen Sie uns, geben Sie den Freien Demokraten Ihre Stimme. Und ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie lauter sind als die...